Guten Morgen, Leute, aus der Eifel. Wir sind mal wieder in unserem Ferienhaus hier hinten gewesen. Aber es geht zum Nürburgring, zum 6-Stunden-Rennen heute. Und da werde ich nicht nur fahren, nachdem ich gestern Nacht Qualifying zum ersten Mal gemacht habe. Habt ihr hoffentlich im letzten Video gesehen. Aber ich werde heute nicht nur fahren, sondern noch was machen. Take my hand. Bin heute so motiviert. Ich fahre sogar einen Teambus, dann mache ich uns nie. Über die Curves. Dankeschön, mach's gut. Sind wir am Nürburgring? Der Schrott muss natürlich drin sein. Wir haben es letztes Mal nicht gemacht am Wochenende. Wir haben sofort in die Kommentare geschrieben, wo ist der Nürburgring-Schrott? Leute, wir wollten euch heute mal zeigen, so ein bisschen, wie entsteht eigentlich ein Speak-and-Racing-Video. Wie machen wir das? Und um das ordentlich zu machen, werde ich auch mal Praktikant eigentlich sein. Bei Tim und bei Micha, so rund um die Strecke rum. Was auch dazu gehört, das ganze Equipment über breit zu schleppen. Weißt du, was wir noch brauchen würden? Sowas. Oh ja. Schön machst du das. Danke, danke. Das ist unsere Helmkamera, die eine mega geile Perspektive hat. Qualität ist aber eher geht so und die fällt immer aus. Wir machen die mal an, die hält eine Viertelstunde und stürzt sie einfach ab. Die hat Akku-SD-Karte, die stürzt aber einfach ab. Mega nervig, aber Perspektive ist so geil, deswegen versuchen wir es immer wieder. Und so sieht das dann aus. Es ist dann halt einfach wirklich die perfekte Perspektive. Genau das, was ich selbst auch sehe. Weil was halt von der Formel E. Ey, wir hatten das schon vor der Formel E. Stimmt. Wir haben das schon 2019 haben wir schon benutzt, mit dem Vorgänger von der. Es war richtig schlechte Qualität, aber sah auch geil aus. Wir wollen halt immer noch geiler, noch mehr euch zeigen, ne? Ja. Noch mehr Film, noch bessere Perspektiven. Wenn es ginge, würden wir auch eine Wettreihe machen. Das stimmt, aber das hier ist halt ein bisschen schwer. Na, du? Alles gut? Servus. So ungewohnt. Irgendwie sehe ich dich immer in einem bunten Anzug. Siehst so seriös aus wie ein echter Rennfahrer. Kann ich nur zurückgeben. Ich bin was. Aber bist du jetzt wach? Ich bin jetzt wach. Man sieht es gerade. Oder bin ich wach? Ich sehe wach aus, oder? Ja, bist wach. Ich bin topfit. Und, Leute, ich darf zum allerersten Mal hier auf der Nordschleife einen Start fahren. Ich fahre heute den Start für das Auto. Das wird interessant, ne? Mit vielen Autos um meine herum. Und Jens, der geht, glaube ich, auch schon in gut anderthalb Stunden los. Es gibt zwei Startgruppen. Das heißt, da hinten ist die zweite Starthälfte und hier vorne sind alle GT3s, GT4s und natürlich auch unser GT4B-Permit-Auto. Aber wie jetzt dem einen oder anderen Schlauen aufgefallen ist, hatte ich ja eigentlich gesagt, dass wir mit dem vollen GT4-Auto offenen fahren können mit 400 PS. Machen wir aber nicht. Das hier ist das 280 PS-Auto immer noch. Wenn der Rennsportgott es so möchte, ist es das letzte Mal, dass wir mit dem B-Permit-Auto fahren und dann natürlich 24ern voll fahren, weil es einfach zu kurzer Zeitabstand zum letzten Rennen und es muss durch so ein Gremium durchgehen, ob man sozusagen ein Permit A bekommt. Es ist eigentlich eine Formsache. Alle haben erwartet, dass es klappt. Alle sind sehr enttäuscht vom Team, von KTM, Sponsoren, logisch. Ich auch, ja, ich würde gerne natürlich jetzt mit dem vollen Auto fahren. Aber jetzt also auch zum allerersten Mal Start jetzt hier bei einem Nordschleifenrennen. Mal gucken, wie das wird. So eine 20 Minuten Einführungsrunde, Reifen warm machen ordentlich und dann geht es hier dann rein mit allen Autos zusammen. Und nachdem ich meinen Startzim dann ordentlich gefahren bin, was natürlich gleich ein Kommentar gibt, dann werde ich auch nochmal mit den Jungs um die Strecke gehen und mal gucken, wie wir hier mit Speak & Racing fahren. Und damit willkommen on board, Leute, hier zum Qualifikationsrennen, zum Start, mein erster Start auf der Nordschleife. Und das beinhaltet natürlich auch eine Einführungsrunde, die sehr komisch war. Zwischendurch sind wir schnell gefahren, dann wieder ganz langsam. Man muss natürlich die Reifen warm machen, aber halt auch nicht durchgehend, weil es halt so eine lange Strecke ist. Ne? Auf einer GP-Strecke, so einer normalen kurzen, dann machst du durchgehend jede Sekunde irgendwie die Reifen warm. Aber hier musst du auch ein bisschen auf den Sprit gucken, nicht zu viel zu verbrauchen. Und es wird halt immer so komisch langsam. Aber ich hab das war sehr weird auf jeden Fall. Aber da kann man auch mal die Streckenposten zuwinken, wenn sie einem hier auch nett zuwinken. Das ist irgendwie echt cool so auf der Nordschleife. Das ist so eine große Motorsportfamilie mit den Streckenposten auch zusammen so und das gehört dazu. Aber ja, jetzt hier seht ihr sogar, ich musste anhalten. Wirklich
anhalten und neu anfahren. Das kenne ich nicht. Aus keiner Einführungsrunde in meinem Leben kenne ich, dass man anhält. Aber ja, mit so einem großen Feld halt, und gerade wenn du das letzte Auto bist, ne, ich bin das letzte Auto der ersten Startgruppe gewesen, also das letzte Auto der ersten Hälfte, da staut sich's halt am meisten, ne, weil wenn vorne irgendwas ist, dann ist es hier Monika-Effekt. Ne? Ihr seht schon wieder, ich muss praktisch anhalten hier. Das ist, ja, sehr verrückt gewesen. Denken wir nochmal darüber. Ich habe das schon immer ein bisschen in Abstand gelassen, um nicht sofort wieder anhalten zu müssen, aber trotzdem, obwohl ich so langsam wie es geht mache, wieder komplett anhalten. Das ist natürlich auch nicht gut für die Reifen, die werden auch kalt. Dann wieder, aber ja, was soll man machen, Leute? Das gehört irgendwie dazu und dann habe ich auch mit Abstand am wenigsten Power, ja, in dieser ersten Gruppe. 280 PS nur, die anderen, der das Auto vor mir hat direkt 400, ist ja ansonsten ja das gleiche, das ist direkt vor mir nämlich der andere KTM Crossbow. Und jetzt sind wir auf der Döttinger Höhe, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis es losgeht, also ein bisschen was dauert es noch, aber jetzt noch die Brücke hoch und dann irgendwo steht das Gridschild, da sollen dann alle Autos nebeneinander sein und dann geht es dann Richtung Startziel und dann, wenn es grün wird, dann geht es richtig los, aber es geht los! Was geht ab? Es geht, das Rennen ist los. Ich bin auf der Mitte der Döttinger Höhe, noch vor der Touristenausfahrt hier rechts, wo die Touristenfahrer immer rauf können. Weit davor ist Vollgas. Was ist hier bitte passiert? Ich fahre jetzt rüber, ich weiß nicht, staut sich jetzt hier vor mir. Ich bin halt viel langsamer, weil ich weniger PS habe. Fahre ein bisschen vor hier rum und schau mal hier rechts. Direkt neben der Strecke stehen die Streckenposten mit dem Gridschild. Sau gefährlich, finde ich. Also da ist echt was schief gelaufen. Weil ich musste schon fast Vollgas halt rüberfahren. Ich habe ein bisschen vorsichtig gemacht, weil ich wusste, dass halt hier irgendwo Grid ist und ich nicht wusste, staut sich nochmal. Aber nein, das Feld muss so auseinandergezogen sein. Also irgendwas ist da mächtig schief gelaufen. Ich weiß nicht, ob das Leading-Car zu schnell war am Ende, weil die auch Zeitdruck hatten oder ob die Leader irgendwas komisch gemacht haben. Ich weiß es nicht. Aber, oder ob in der Mitte des Feldes halt irgendjemand zu langsam gemacht hat und das sich dann halt bis zu mir aufgefächert hat. Sehr komisch alles auf jeden Fall. Ich funke auch nochmal rein und sag, ey, was war da denn los am Start? Sag mir nächstes Mal Bescheid, wenn grün wird, damit ich es auch hinten auf der Döttinger Höhe dann weiß. Ey, mit der Döttinger Höhe war's. Ich blende euch einmal ein. Im Hintergrund seht ihr gerade mal, wie das normalerweise aussieht. Das ganze Feld soll eigentlich ganz eng beieinander sein vor der ersten Kurve, vor Startziel. Und dann bei grün wird richtig losgefahren. Ja, keine Ahnung, was hier schiefgegangen ist, aber naja, für mich war es nicht so wichtig, denn wir wussten natürlich von Anfang an, dass wir mit Abstand das langsamste Auto hier in der ersten Startgruppe sind. Aber ihr seht, ich muss richtig hier ein bisschen kämpfen, ein bisschen gucken, wo ist der Grip? Wie warm sind die Reifen wirklich? Ja, bloß keinen Fehler jetzt hier machen. Aber ihr seht, wir laufen schon auf ein Auto da vor uns auf. Das hat zwar eigentlich deutlich mehr Performance als wir, aber wir kommen trotzdem dahin. Das ist schon mal ein schönes Zeichen, denn naja, für den Start, ich wusste, ich will mich eher aus allem raushalten. Ja, es geht um keine Position für uns, aber wir wollen natürlich trotzdem irgendwie schön abliefern und und weiter dazulernen. Und du lernst nur dazu, wenn du weiter am Limit fährst, wenn du weiter alles gibst und weiter ein Rennen fährst. Also rein hier in die Schikane auf der GP-Strecke und das vorne scheint mir ein GT4-Auto zu sein. Aston Martin GT4 sehe ich jetzt und weiß dann natürlich auch, yo, das ist ein Auto, ey, der hat eigentlich, also das ist kein B-Permit-Auto, das hat volle Leistung, ganz normal. Das muss eigentlich viel schneller sein, aber scheinbar hat es einen Fahrer qualifiziert, der eine gute Quali-Runde gemacht hat, deswegen ist er vor mir gestartet, deutlich vor mir, aber jetzt sitzt ein Fahrer drin, der das Ganze ein bisschen gemächlicher angeht, sage ich mal. Und deswegen jetzt hier mache ich auch schon wirklich jetzt gerade nicht mit dem Messer zwischen den Zehen fahre ich hier. Ja, ist erste Runde, es geht um nichts. Ich fahre ja auch nochmal mit bisschen entspannter, aber trotzdem komme ich so schnell jetzt hier auf den rauf. Nur das Ding ist, mit meinen 280 PS habe ich natürlich nicht ganz die Chance, aber trotzdem, ey, da will ich jetzt vorbei. Ich will jetzt keine Zeit verlieren. Wir wollen natürlich schnell fahren. Also, jetzt nächstbeste Chance, ich weiß schon, ey, ich muss da jetzt vorbei. Ich muss sofort an ihm vorbei. Das kann ich jetzt hier nicht irgendwie, da kann ich nicht irgendwie warten. Also, raus beschleunigen, direkt daneben setzen und jetzt geht. Ja, okay, da sieht man, dass er ungefähr gefühlt doppelt so viel PS hat wie wir. Dann zieht er einfach davon, ey, der ist so langsam in den Kurven. Aber geht dann so schnell durch. Jetzt hier Flugplatz. Ja, da macht er langsam. Ich mache auch echt nicht schnell. Ja, ich bin echt vorsichtig, bin ich da gefahren. Und trotzdem bin ich so viel schneller. Schließe auf ihn auf. Und jetzt sieht man wieder, dass er mehr Leistung halt hat. Trotz Vollgas. Ja, jetzt zieht er uns wieder ordentlich davon. Oh, ein bisschen frustrierend. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, oh geil, ey. Immerhin habe ich irgendwie einen Gegner, ja. Eigentlich geht es in dem Rennen um nichts. Aber und wenn der jetzt nicht wäre, dann würde ich wahrscheinlich meine ganzen Runden einfach alleine fahren, bis die nächste Gruppe hinter mir irgendwann mit den TCRs kommt oder GT3 sogar überrunden. So hatte ich einen Gegner, kann auf ihn aufschließen sogar jetzt wieder nah ran und dachte mir, komm hier, lernen wir mal aus dem 24-Stunden-Rennen, da müssen wir auch genau solche Gegner überholen, setzen uns neben ihn Richtung Fuchsruhe, hat mehr PS, aber Gott sei Dank zieht er zurück, hat er auch gecheckt, okay, das ist keine gute Idee, da jetzt versuchen weiter mitzuhalten, denn er ist natürlich, ja, sehr viel vorsichtiger, sage ich mal, gefahren, obwohl das zum Beispiel ein A-Permit-Fahrer ist, ne? Der hat ja anscheinend den A-Permit, den ich noch nicht bekommen habe, aber nach diesem Rennen, hoffentlich bekomme ich ihn, Leute, ja, jetzt geht's hier raus aus der Fuchsröhre und weiter im Rennen und ja, das ist nur der allererste Anfang von 6 Stunden Rennen insgesamt.
teurer gewesen als letztes Mal, kann ich nicht anders sagen. Mein Soll damit auf jeden Fall mehr als genug jetzt für die Permit erfüllt. Mehr als erfüllt. Schön schnell gewesen. Audio hat sich gut angefühlt. Ja, die Jungs fahren jetzt die nächste Sinn. Und ich schau mal, wie das hier an der Strecke aussieht eigentlich. Meister! Wie dir? Die 175. Das ist mit Profi. Ich bin Profi. Ja, man sieht's. Ja, das ist so ungewohnt. Das Rennen läuft noch 5 Stunden jetzt fast. Ich hab mich schon mal umgezogen. Am Start. Jungs, du fahren nach Köln. Nein, Spaß. Jetzt erlebst du mal unseren Alltag. Ihr könnt damit sehen, wie filmen wir eigentlich so ein Speaking Racing Video. Alter, wir sind halt wirklich eine Viertelstunde hierher gefahren. Jetzt sind wir hier so von der Bundesstraße, geht's ab. Ja, ist alles gut. Achso, okay. Perfekt. Ja, ich wollte eigentlich sagen, wir mussten mal vorzeigen hier, aber diese Frau, Junge, ich weiß. Ich kenne euch. Du bist auch der von Dena, ne? Hier geht's runter ins Brünnchen. Hier stehen auch immer ganz viele Leute. Normalerweise, jetzt gerade ist halt nicht erlaubt. Dann ist da eine Pommesbude und so weiter. Und wenn man noch weiter an die guten Stellen zum Karussell will, dann muss man so eine Straße hier lang. Ist wirklich jetzt Offroad krass? Also EQV ist nicht ganz Offroad-tauglich, kann ich aus Erfahrung in Island sagen. Das war nicht meine Schuld, ja? Ja, EQV war es nicht deine Schuld, aber... Ja. Ne? Ich glaub, du würdest irgendwas schaffen, mit dem EQC hier durchzufahren, ne? Oder? Du, Mund mal ganz klein machen. Junge, was? Also, ich wusste ja, dass ihr hier so, ich sag mal, ein bisschen... Oha. Das war nicht, sagt er, das war die Felge. Aber ich wusste nicht, dass ihr, Junge, hier wirklich überall durchfahren müsst. Das ist ja brutal. Dass ihr den Micha so langsam so richtig kennenlernt, merkt ihr übrigens daran, dass er irgendwann anfängt, immer seine... Dazu habe ich einen... Wie sagst du es dann immer? Da habe ich mal wieder eine Story aus Australien. Da haben wir eine Australien-Story, weil Micha war... Wie lang? Ein Jahr warst du in Australien? 8 Monate. 8 Monate hat er sich da durchgeschlagen. Komplett einmal überall rumgefahren mit dem Auto, ne? Genau, einmal rum und auch gearbeitet auf einer Farm. Und dieser Weg erinnert mich so krass an die Zeit, wo wir auf der Farm gearbeitet haben. Weil da seid ihr dann auch, musstet ihr so zum Beispiel so an Zäunen langfahren, gucken, ob alles passt und so weiter. Dann seid ihr stundenlang solche Wege gefahren. Genau, ja. Und es war ähnlich warm, ne? Also es war natürlich noch wärmer in Australien, aber so wie sich es heute anfühlt, wenn wir so die Kälte jetzt gewöhnt sind. Ich war ja auch mal in Australien, so fühle ich auf jeden Fall. Australien-Stories, Leute, ja? Da wisst ihr bei mir auf jeden Fall Bescheid. Oh, irgendjemand hat hier was verloren. Keine Ahnung, tu es mal an die Seite. Und Stock, den Stock, den möchte der Herr weghaben. Das ist ein bisschen cleverer, so zu fahren. Oh, los geht's, warte. Ich muss noch einen coolen Shot aufnehmen. Ey, du bist hier mitten im Wald und hörst so die Motorengeräusche. Nice. Guck dir die Spurrillen da an, das ist Halleluja. Und hier fliegt die durch die GD3s. Könnte man natürlich jetzt auch Shots machen aus dem Auto raus. Mach ich. Wir warten kurz aufs nächste Auto und dann kommt ein Felix von der Ladenshot. Schöner Musik runter und Sound. Ich hoffe, es kommt ein schnelles Auto. Oh, ich glaube, es kommt was. Dann Equipment immer rausnehmen. Ich zeige euch gleich nochmal, mit was für Kameras wir überhaupt filmen, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Auto abgeschlossen hier im Wald. Und dann geht's hier zur Strecke. Tim kennt das hier von der Nordschleife nicht, aber du hast ja 2019 jedes Rennen alleine noch gefilmt. Das heißt, da bist du um jede Strecke noch rumgelaufen. Ja, die waren gelaufen. Das war immer ganz geil. Du bist am Anfang gestartet und bist einmal im Laufe des Rennens einmal komplett rumgelaufen. Rumgelaufen, die ganze Strecke. Und dann war es am Schluss war's wieder bei der Siegerehrung wieder da. Hier so bei über 20 Kilometern, keine so gute Idee. Aber dafür gibt es halt ganz besondere Streckenabschnitte, ne? Wie hier das Karussell zum Beispiel. Immer wenn der Helikopter da ist, weißt du, die Spitze kommt. Alter! Was geht? Ey, das ist ja brutal! Ich meine, so eine Art war hier auch längst, aber das als Zuschauer, das ist schon krass, wie ihr brecht, ne? Jedes Mal Gänsehaut. Ich muss dir noch fragen, kannst du diesen Job empfehlen? Ja, kann ich sehr empfehlen. Top! Wir brauchen nämlich noch Verstärkung. Wenn ihr zu uns ins Team wollt, verlinkt hier oben ein Video. Da könnt ihr euch bewerben bei uns. Einzige Problem ist, der Typ ist euer Chef praktisch. Was heißt ihr Problem? Es gibt nur ein Problem. Wir haben immer noch nicht unser Auto gesehen. Ja, das Geile aber ist, dass wir echt eine App haben, wo dein Fahrzeug getrackt wird. Hier sind wir die 110 und das Karussell, das ist hier. Na gut, also wir fahren noch. Aber was machst du jetzt, wenn das Auto so ist gefahren? 9 Minuten 30, 9 Minuten 40 dauert es jetzt? Jetzt hast du Zeit, natürlich einen neuen Spot zu finden. Ja, dann mal ab zum nächsten Spot. Krass, aber
den geilsten Streckenposten hier eigentlich, mit Blick da hoch. Das ist eine gute Ecke, das kann ich dir sagen. Du kommst dann über Funk gesagt, was du schwenken musst? Normalerweise, wenn jetzt zum Beispiel ein Krankenwagen kommt oder ein Intervention Car, gibt es das per Funk gesagt. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein anderes Fahrzeug kommt oder so, das kann ich dann von Hand aus machen. Blau machen wir so auch von Hand aus. Wenn die zum Beispiel jetzt 147 gelb machen, müssen wir kriegen. Die Jungs und Mädels hier, ne, die Streckenposten machen, Sportwart und so weiter. Nur dank euch können wir den Sport machen. So. Deswegen, vielen, vielen Dank an euch. So, wir gucken jetzt mal nach ein paar coolen Spots zum Film. Viel Spaß noch. Gleichfalls. Tschüss. Ciao, ciao. Cool, Leute. Wirklich danke an die ganzen Streckenposten. Das ist mega. Ja, und hier sind meine Streckenposten. Hallo. Filmbereich auf jeden Fall. Ja. Mit einem geilen Blick hier. Das hier ist so hohe 8. Das ist mit die höchste Stelle, glaube ich, auf der Strecke. Und während dann hier die GD3 halt einmal durchbrettern, kannst du hier aber auch durchgucken bis da oben. Da ist nämlich die Nürburgring. Das ist der Namensgeber logischerweise für die Strecke. Weil der Nürburgring einmal um diese Burg drumherum führt. Ja, die Burg ist auf jeden Fall drauf, aber keine Autos. Hier kommt die Autos. Da ist unser Auto, Leute. Ja gut, ich würde sagen, wir filmen das nochmal ein bisschen. Und danach zeige ich euch mal genau, was für Kamera wir es überhaupt machen. Right, dann danke schön. Gott. Ciao, ciao. Ciao. Dann wieder rein in den Wald und wir schauen nach dem nächsten Spot. Und damit sind wir jetzt hier am Brünnchen. Wenn nicht gerade Corona ist, ist hier komplett voll. Jetzt sind auch ein paar Leute da. Also zum Zuschauen darf man nicht gerade nicht kommen, aber ich glaube, wenn man hier an der Strecke entlang wandert und kurz eine Rast macht, kurz zuschaut, dann ist das okay. Nur offiziell sind sozusagen keine Zuschauer. Und dann schaust du es hier so an. Ne? Das ist schon eine coole Stelle, kann man nicht anders sagen. Und da sind wir schon wieder. Ah, schön, Leute. Wir fahren, da sieht alles gut aus. Da steht den 24-Stunden-Rennen nichts mehr im Wege. Aber ich wollte euch ja noch unsere ganzen Kameras hier einmal zeigen. Mit was filmen wir überhaupt? So sieht's hier aus, Leute. Und ich will mal kurz mit dem Handy, damit ihr mal unsere Kameras eben sehen könnt. Also, hier haben wir Tim. Der filmt normalerweise in der Boxengasse mit eben einer Sony A7S mit dem 12-24-Objektiv. Ja, über uns wieder die Heli-Kamera. Der ist auch von uns. Da sitzt der Marvin drin. Nee, Spaß, das ist natürlich die TV-Kamera. Wir benutzen ganz wenig TV-Bilder, aber eigentlich, was ihr so alles von der Strecke seht, ist alles von uns und zwar meistens dann hiermit. Das ist das 200 bis 600er Objektiv. Da habe ich auch mal einen ganzen Vlog drüber gemacht, auch an einer Sony A7S III. Ja, und dann eben, wenn mich jetzt alleine an der Strecke ist, stellt er meistens das hier auf Stativ einmal hin, mit perfekt irgendwie auf so eine Kurve ausgerichtet und dann filmst du im Gimbal, ne? Genau. Schauen wir uns das mal an. Was ist hier denn los? Die Scheibe. Was ich euch eigentlich sagen wollte, so ist Tim halt in der Box unterwegs und filmt immer, was genau passiert, wenn das Auto reinkommt und dann auch den Fahrer direkt danach. Den Part übernehme ich jetzt mal. Jörg, was ist passiert? Wo ist deine Scheibe? Ich hab das Auto ja schon so übernommen, der IFAS. Bist du sauer auf IFA, der die Scheibe rausgehauen hat? Nein. Wie hast du das denn gemacht? Ich bin einfach kurz vorm Schwedenkreuz bin ich gefahren und dann bei 230 ist einmal die Scheibe rausgeknallt. Ja, ja, er sagt mir, dass er nicht schuld ist. Ja, er war ich auch nicht. Wer ist schuld, dass die Scheibe raus ist? Im Zweifel immer der Yves, egal worum es geht. Der ist schuld. Also P29 ist Top 30, ist okay für 2 Liter. Kann man mitnehmen. Ja, ja. Weil die Jungs ärgern mit dem offenen GT4, jetzt ist er wirklich offen mit der Scheibe, ärgern die immer die GT3s und fahren einfach schneller als manche GT3s. Na, die sind jetzt auf P29 gesamt. Sehr stark und demnächst fahre ich eben auch genau so ein Auto. Jetzt habe ich mal das gemacht, was du sonst machst, ne? Ja. In der Box filmen. Was ist das Wichtige hier? Was muss man in der Box? Worauf muss man hier so ein Fahrerlager und Box drauf achten beim Film? Ja, vor allem Emotionen. Es wird Maske gerade richtig schwierig, aber es ist immer Emotionen mit drauf zu kriegen. Weil wir möchten eben mit den Videos die Emotionen vom Motorsport rübertragen. Das, was wir hier erleben, und ihr seht, das sind richtige Emotionen. So, die sollen eben zu euch nach Hause kommen über die Videos. Das ist uns ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, dass das Auto von uns ins Ziel kommt. Ja? Ich spiele ein Racing-Auto. Eine gute Stunde müssen wir noch warten, aber dann hoffentlich Ziel durchfahren. Sollte eigentlich, wenn der Rennsportgott mitspielt, ja, sollte das jetzt mal B-Promotiv. Da
hat nochmal Hallo gesagt gerade. Dann geht's um 24-Stunden-Rennen mit in der Nacht fahren auf dem 400 PS Auto. Dann wird das noch eine Ecke lauter, schneller, geiler. Und ihr bekommt natürlich alles mit dann auch. Also wenn ihr Bock habt auf Speed Racing, klickt auf jeden Fall fett den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao.